Was müssen wir deiner Meinung nach jetzt aus dieser Zeit lernen? Was können wir mitnehmen und was braucht es darüber hinaus noch für die Medienbildung in der Zukunft? In der Pandemie hat man ja gesehen, wie wichtig Medienbildung ist. Also, dass die Kinder nicht teilhaben können am Unterricht, dass es natürlich die Geräte braucht, aber letztendlich braucht es auch das Wie. Wie kann ich das benutzen? Wie kann ich teilhaben? Und wie kann ich mich auch auseinandersetzen? Also ich wünsche mir für die Zukunft der Medienbildung, dass sie mehr in den Fokus genommen wird. Also ich glaube, dass die Kinder jetzt gerade in der jetzigen Situation ziemlich hinten runterfallen. Es wird eigentlich viel zu wenig auf ihre Bedürfnisse eingegangen. Und sie werden ja auch ziemlich allein gelassen mit einmal dem Thema Bildung. Sie müssen jetzt irgendwie über Fernunterricht ganz, ganz viele Jugendliche sich Inhalte aneignen. Und sie werden auch alleine gelassen mit all diesen internetfähigen Endgeräten. Stärkere Orientierung auf kulturelle Bildung. Das ist jetzt das Wichtigste. Weil digitale Räume, es ist auch unsere Lebensräume. Ja, das hat schon mal Dieter Backe im 1990 gesagt. Lebensräume, digitale Medienräume. Also, und sie sollen auch ästhetisch sein. Also ich finde, dass Medienpädagogik oder Medienkompetenz immer wichtiger wird. Und ich würde mir wünschen, dass das dass jeder Mensch, jeder junge Mensch da auch den Zugang zu hat und selbst medienkritisch denken lernt. Weil ich glaube, das ist ein Prozess, den man lernen kann. Und ich fände es, glaube ich, gut, wenn das in der Schule viel mehr verankert wäre. Vielleicht würde ich mir sogar wünschen, dass es Stellen gäbe für Medienpädagoginnen und Pädagogen an Schulen oder zumindest da irgendwie die Möglichkeit, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler da Projekte mitmachen und selbst lernen, kritisch mit Medien umzugehen, durch aktive Medienarbeit aber. Also ich finde, Medienpädagogik kann unheimlich viel bewirken, und zwar in die eine oder andere Richtung. Eben, man kann mit dem Medium selbst etwas machen, Fotografie, Film, Radio, und man kann mit den Inhalten etwas machen, wenn man inhaltliche Schwerpunkte setzt. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass wenn Kinder einmal einen Film über Mobbing gedreht haben, dass sie dann viel sensibler für das Thema werden, weil sie einfach mal ein paar Tage darüber nachgedacht hat, was sind die Mechanismen, wie funktioniert das, warum gibt es überhaupt, wer macht sowas und warum, wer wird vielleicht Opfer und warum. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so spurlos an den Kindern vorübergeht, sondern dass das prägend ist. Ich wünsche mir natürlich, dass es in den Schulen mehr verankert wird. Also das ist für mich einfach ein Riesenthema, die Medienbildung. Nicht nur, wie kann ich mit Medien umgehen, sondern wie kann ich auch kritisch mit Medien umgehen? Was ist eigentlich mein eigenes Medienverhalten? Die ganze Reflexion. Das fände ich nach wie vor sehr schön, wenn es da einfach immer mehr verankert würde. Aber natürlich, wir in der außerschulischen Arbeit haben auch unsere Möglichkeit zu sagen, okay, wir nutzen das, was wir haben, und ja, und geben den Kindern einfach was mit, also sie zu stärken. Wenn ich jetzt von meinem Zentralbereich Schulpädagogik ausgehe, da würde ich mir natürlich wünschen, dass die Schulpädagogik begreift, dass Medienbildung und kulturelle Bildung eine Querperspektive im Bildungsprozess stattfindet und sehr viel stärker berücksichtigt werden sollte, ob jetzt im Fachunterricht oder in außerschulischen Projekten oder in der Kooperation mit außerschulischen Projekten. Medien haben ihre eigene Dynamik, aber Medien haben natürlich auch Inhalte. Wir arbeiten ja zurzeit viel mit Medienpädagogik und dem Thema Nachhaltigkeit, Klima, Ökologie. Das vermitteln wir praktisch gleichzeitig noch mit dem technischen Know-how, mit dem Umgang mit Medien, mit dem aktiven Umgang mit Medien. Und das heißt, man kann verschiedene Dinge miteinander kombinieren, Inhalt und mediales Wissen. Sicherheit im Netz ist natürlich auch ein großes Thema. Medienkompetenzvermittlung, gerade in dieser Zeit,
wo Kinder halt alle einfach mal so ein Tablet, ein Smartphone oder einen Computer in die Hand gedrückt bekommen mit dem Auftrag so, und jetzt machst du mal deinen Fernunterricht. Ich finde, bevor jetzt irgendwie ein Kind ein internetfähiges Endgerät bekommt, müsste es erstmal ein Stück weit einen Input bekommen und eine kritische Reflexion über die Risiken auch einfach, die diese Medien auch mit sich bringen, also Chancen und Risiken. Und darüber müsste viel mehr Auseinandersetzung stattfinden. Ich halte auch sehr viel davon, dass Schulen zu sogenannten Kulturschulen oder Medienschulen werden. Das heißt also, die Kultur- und Medienbildung zum Profilmerkmal im Schulentwicklungsprozess wird. Sowas würde ich mir wünschen. Und dann eben auch, dass die schulische Pädagogik sehr viel mehr aus der außerschulischen übernimmt an Konzepten, weil ich denke, dass die schulische Bildung davon sehr, sehr profitieren kann. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft von der Medienbildung und was wäre für die Medienpädagogik vielleicht wichtig? Besonders die Beteiligung aller. Weil du über unterschiedlichste Medienformen die Möglichkeit hast, auch Menschen, die vielleicht weiter weg sind oder die vielleicht nicht so mobil unterwegs sind. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir immer weiter lernen, weil sich das Internet auch so rasend schnell verändert und immer mehr Tools gibt und irgendwelche Plattformen. Also ich glaube, man muss einfach wahnsinnig am Ball bleiben, dass man sich immer weiterbildet. Es braucht noch mehr Fortbildung in diesen Bereichen, egal ob für Multiplikatoren, egal ob für Ältere, egal dass Jugendliche ihr Wissen auch einbringen. Nämlich zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Seniorinnen und Senioren hast, die nicht so fit sind mit ihrem iPad, das sie zwar zu Hause rumliegen haben, aber damit nicht umgehen können, wenn die eine gewisse Form der Bildung erfahren und wissen, okay, wie gehe ich damit um, dass sie dann quasi mehr Beteiligung im Alltagsleben in der Gesamtgesellschaft erfahren können. Und deswegen finde ich so einen Verein wie Kommunikation und Medien total wichtig. Alle Parteien irgendwie sagen, wir brauchen Digitalisierung und es passiert aber nicht in diesem Sinne, wir tun was, außer die Geräte verteilen an die Schulen. Und das ist ja schon mal viel, da möchte ich ja gar nicht dagegen sprechen. Aber diese Sensibilität zu Schulen quer durch die Bevölkerung als Querschnittsthema, da muss noch viel getan werden. Weil, ja, also die Digitalisierung ist wirklich kein neues Thema. Und ich glaube, so langsam kommt es jetzt erst richtig ins Rollen. Und ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Und man kann jetzt weiter starten. Man kann sagen, lebenslanges Lernen ist ein Gebot der Stunde. Und man muss es noch viel mehr mit Leben und Aktivitäten füllen. Es muss es mehr Orte geben der Medienbildung. Von alt bis jung experimentieren, mit Freude diese neuen Möglichkeiten entdecken und auch unsere Gesellschaft mitgestalten.